Moin. Bloody Mary, I don't know. Don't you have think? Was? Hast du Gedanken? Ich glaube ja. Hast du gedacht? What's up? This is for you. This is for you. Oh, you found a copper bar? Yes, I do it. Oh einen. One, not all. One. Fuck Ja, you. Thank you very much. Alles, was du redest, ist nur Quatsch. I'll tell you what, you are always helping me out. Ich habe dir immer ausgeholfen. Here's a reward. Please take it. Ah, ich krieg ein Gebetsmuschel hier. Nein. Schön, jetzt kann ich dir schön auf den Arsch. So. Damit. 15 Minuten. Nee, ein Duckwood Dog. Ach so, ein, was zu essen. Was zum Essen? Ich dachte schön, Baseball, ja, so, ja, oh nein. Fuck. Okay, müssen wir es craften. Ja, la 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 la. So, jetzt könnten wir das hier machen und das hier machen. Crafting! Sehr schön. Dann haben wir das einmal. Und das einmal. Crafting! Und diesen Speer? Really? Ein Speer? Okay. Crafting! Unsere erste Waffe. Wo der hier wahrscheinlich besser gewesen wäre, ne? Aber ich denke, der ist sehr langsam. A big hammer for hitting. Ist es slowly. Sink slowly, ja. Brauchen wir dafür den Mangro-Stick? Ich brauche diese Mangrovenkacke. Aber wir haben jetzt bessere Äxte und so. Ja, wir haben jetzt bessere Äxte und so. Warte mal, den Bar packe ich hier wieder zurück. Baba, 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 baba. So viel Scheiß. Ehrlich gesagt. Ich würde gerade überlegend, also ich überlege gerade, ob ich. Oh Gott, ist schon wieder dunkel, ey. Fuck. It's dark outside. Ja, da hinten ist auch verdammt weit weg, ne? In die Richtung. Warte mal. Da ist eine Insel und da ist Dings, ne? Wo ist das so weit weg hier? Gut, von da aus kommst du darüber, ne? Langsam. Das ist halt so eine Insel. Eine Insel mit zwei Bergen. Was ist denn dieser Wonderful, wonderful. And there is a bridge. Wonderful. Ja, wir müssen die Brücke da hinten umbauen. Aber Federn wieder. Gut. So, das ist ein Muschel. Muschel, Wuschel, da ist ein Muschel. Kuschel, Wuschel. Da kann ich Ihnen noch was helfen. Hello, my friend. Can I help you a little bit? Ja, hau. Müssen noch ein bisschen Steine kloppen. Need anything? You know what? I have anything for you to do. Er hat nichts für mich zu tun. Schade. Aber wir sollten ein paar Steine kloppen, damit wir wenigstens die Dings hier kriegen. Wir werden noch irgendwo Steine rumfliegen. Und eigentlich müsste hier vorne sogar Dog sein, also Hunde. Damit wir die Auszeichnung abgeben mit den Steinchen. Wenigstens das absolviert zu haben. Wie viele Bäume sollen wir eigentlich hauen? How many? Drei. Drei Bäume sollen wir kloppen. Ich meine, hier müssten eigentlich sogar Huni sein, ne? Eigentlich. Sollten hier Huni sein. Aber sind sie nicht. Wenn wir mal die neue Axt probieren an den neuen Bäumen. Bei dem hier vielleicht. Macht auch nicht viel mehr her, ne? Oder? Doch, der ist ein bisschen schneller down. Bin downer als down.
Wow. Um 3 Bäume zu fällen. Ich gehe kacken. So. Nummer 1. Ich glaube, diese Mangrovenbäume, das könnten die sein, die im Wasser da stehen. Die würde ich gleich mal gerne ausprobieren. Bevor wir schlafen gehen. Ein paar Mangrovenbäume noch. Hallo, Digga. Du kommst recht so weit, ne? Oder ich hoffe, dass es Mangroven sind. Dürften eigentlich hier vorne irgendwo stehen, ne? Diese bräunlichen. Vielleicht was. Die hier meine ich. Auch die Axt ist doch hier scheiße. Sagt er. Oh, das geht. Ich will da was pitchern. Okay, wir haben einen Mangrovenbaum, glaube ich. Moment. Mangrove Stick. Jawoll. Wenn ihr den Baum hier fällt, von oben, ne? Das ist noch eine Feder. Das heißt, wir können jetzt diese Mangrovenbäumchen fällen, aber nur die kleinen Dinger hier, ne? Mit der Axt. Glaube ich. Ja, wo hier leuchtet überall das? Hallo, Tastatur? Ist da gerade ein Viech lang gelaufen? Guten Namen gesagt, oder was? Nee, das hilft auch nicht. Ich glaube, hier rennt ein Viech rum. Wir sehen noch nichts. Da ist ein Vogel. Da ist er. Da ist er, jo. Ah gut, jetzt kriegen wir Mangrovensticks. Ist gut. Mangrovensticks. Kann ich ihn hier auch prellen? Ja. Das ist auch Mangrove, ich weiß es nicht, ich glaube schon. Da fällt wahrscheinlich wieder viel ins Wasser. Na gut, Energie ist auch weg. Ist gut. Gut, die haben wir ja soweit gekriegt. Ich habe nur Angst, dass er gleich rein. Au! Au, was beißt mich da? Alter, erschreckt mich doch. Aber weißt du was, ich habe ein Schwert dabei. Don't do that, my friend, don't do that. Aber was beißt mich denn da? I see nothing. Wow, guck mal, wie tief das ist. Was beißt mich da? Kann man ja eigentlich so tauchen? No. So, komm mal her, Digga. Würde ich gerne mal pieksen. Gucken, wie das so funktioniert. Das ist eine Feder schon mal? Ja, du da. Oscar. Okay, das dachte ich mir schon, dass die Reichweite sehr, sehr groß ist. Oh, 4 macht. Wow! Der ist ja richtig awesome. Ja, renn zu den Großen. Arschloch. 2. Ich sauge einen Knochen. Oh, ich muss das Ding rausmachen. Dann nehmen wir das Ding hier. Ja, ich bin da auch nicht so wirklich für, aber. So, jetzt habe ich den Knochen aufgehoben, ne? Raw Drumstick. Aber ich meine, wenn ich ihn schon umhau, dann. Und ich muss ja auch jagen. Was soll ich da sagen? Ich muss auch jagen. Ich zahle eine Ausrede parat.
Nun mal da auch noch irgendwo. Alter, auf das Ding zu nageln. Vielleicht war das auch der. Ich weiß es nicht. Der ist ein Vogel. Wo ist Jutta? Das war ein anderer. So. Ja gut, aber ich würde sagen, meine Freunde, ja, ich weiß. Ich werde jetzt erstmal Schluss machen. Was? Ja, wir haben eine Menge geschafft mittlerweile, ne? Finde ich. Gut, der eine oder andere wird auch sagen, nein, das ist gar nicht so viel und bla bla bla. Und ist mir egal. Ist mir egal. Egal. Komm, ich hole das Ding auch noch mal. Oh, soll ich irgendwie pieksen? Nein. 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 Wir wollen ja nicht verärgern, ne? Jetzt noch ein Fehler. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute. Ja, geht's morgen weiter. Ich weiß noch nicht, 100 Brot. Oh ja. Wir haben alle drei Aufgaben geschafft. Wir sollten dafür gute Punkte kriegen. Und ja, die Mies geht's dann weiter. Natürlich morgen. Hui! Ja, jetzt haben wir ein bisschen Fortschritt gemacht. Ist natürlich nicht allzu viel und so, aber gut, dann würde ich sagen, nicht verzagen, nur die Fragen, nein, keine Ahnung. Ja, weil irgendwann war ich doch ein bisschen müde und so. Und ja, irgendwann jagen wir die großen Viecher, aber das Ding hat ja überhaupt keinen Schaden gemacht. Also die Axt macht 3, das Ding macht 4. Wie mich das verarschen, dieser Piekser, ne, also nee. Irgendwie nicht so. Also irgendwie war das ziemlich für den Popos. Ich brauche freien Bogen und so mal. Damit kann ich besser, glaube ich. So, auf eine Brücke stellen, dann schön die Pfeile schießen. Ah, ein Traum. Bin gemein, ich war das, aber ja. Gut. Ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Oder wie auch das Spiel gefällt an sich. Oder ob generell so, sag ich auch mal, ne? Ja, ne? Welches Spiel euch so gefallen, weil sonst was, ne? Oder ihr hättet vielleicht noch einen Tipp für ein Spiel oder so. Die kann man auch alles reinschreiben, gerne. Und ja. Ansonsten, wenn ich es nicht spiele, vielleicht spielt es ja dann auch die Nadine oder jemand anderes. Das kann auch sein, ne? Also, dass man eben halt so Spielvorschläge auch machen kann oder so. Natürlich, oder wir spielen jetzt auch mal zusammen oder so. Macht gut bei. Wobei, ja, ich muss ja leider ein bisschen sagen, die gute Nadine, die ist ja ein bisschen schüchtern. Ne? Aber man, ja, vielleicht ohne Voice oder irgendwas. Ne? Also, ich weiß nicht, aber ist halt so. Aber würde ich auch machen. Man kann ja auch ohne Voice miteinander spielen. Ist nur halt so gefühlt 100-mal schwieriger, ne? So, Vorsicht, da ist ein Fasan. Erstmal schreiben. Da ist ein Krokodil. Da ist ein Tralala. Bis du es geschrieben hast, glaube ich, hat ihr das Krokodil, der Fasan oder irgendwas schon was längst getan. Und ja, also es ist dann, ne, also Voice ist dann schon, ja genau, in der Hinsicht. Aber gucken, wie, was, wo sich hier alles entwickelt. Und ja, vielleicht, also ihr könnt auch mal Discord joinen oder so, wenn ihr möchtet. Open All und so. Und ja, mal gucken, ne? Dann ergibt sich ja mal was oder irgendwie. Ne? Ist auch eine Möglichkeit. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und ja, ist das denn die Möglichkeit? Genau. Juti, also denn, bis zum nächsten Mal. Schrödelidödelidö. Und klar, ihr könnt auch bei Duckys nochmal reinschauen, ne? Ist zwar jetzt kein Sonderausverkauf mehr in dem Sinne, aber ja gut. Ist zwar ein bisschen verlängert, aber bis die Folge raus ist. Ich hoffe, dann ist der Shop langsam auch umgestellt. Und da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und es gibt natürlich auch immer wieder, ne, Angebote, Ausverkäufe. Tralala, pipapo. Ne? Bist du bescheid. Ja, und es gibt sogar Mengenrabatt. Aber erst, wenn der Shop wieder umgestellt ist.
Auch mit Login und allem schönen Dingen. Nicht so toll finde. Judy, also denn, bis zum nächsten Mal.